Vergangenen Wochenende zog es viele Besucher an den Saalestrand. Genauer gesagt, zum Bootsverleih neben der Pfennigbrücke. Obwohl die Sonne nur zaghaft hinter einigen Wolken hervorschaute, startete der Weißenfelser Geschäftsmann Heiko Frischleder mit einem Frühlingsfest in die neue Saison. Was die Besucher erleben konnten, erfahren wir in einem Interview. Wir haben ein Kinderkarussell da, wir haben eine Hüpfburg da, wir haben seit neuestem dürfen unsere Motorboote endlich fahren. Wir haben ein neues Tretboot, was mit einem Elektromotor funktioniert, also wo man nicht immer nur treten muss. Wir haben unsere Ruderboote, wir haben ein erweitertes Produktsortiment im Imbissbereich. Also es ist viel Neues und natürlich auch das Alte, was gut funktioniert hat dabei. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Bootsverleih zu übernehmen? Der Bootsverleih war lange Zeit geschlossen und dadurch, dass er geschlossen war, habe ich gesagt, irgendjemand muss ihn wieder aufmachen. Ja, und so ist die Idee entstanden, hobbymäßig den Bootsverleih zu betreiben. Natürlich hat der Erfolg viele Väter. Es gab zahlreiche Personen aus dem Freundeskreis oder auch der Politik, die bei der Gestaltung und Umsetzung dieses für Weißenfels großartige Projekt zur Seite standen. Also ein ganz großes Dankeschön ist natürlich an meinen besten Freund Mike Koch, der die Boote managt, weil ich davon gar keine große Ahnung habe und der sich da echt drum kümmert. Unser Oberbürgermeister hat unterstützt, dass wir endlich einen noch richtigen Bootssteg haben. Ohne den wäre der Bootssteg nicht möglich gewesen, weil alle von der Verwaltung Nein gesagt haben. Natürlich das Kulturamt um Herrn Kehler und Herrn Brückner. Es gibt viele Helfer, also wenn ich jemanden vergessen habe, bitte entschuldigt's, aber es ist wirklich große Hilfe gewesen. Während der gesamten Saison können von Mittwoch bis Sonntag Volleybälle, Federball- und Tischtennisspiele, Boote und Fahrräder ausgeliehen werden. Wer aber lieber die Ruhe an der Saale-Helmstrande genießen will, für den stehen Liegestühle bereit. Bei einem leckeren Getränk oder Snack lässt es sich richtig toll entspannen. Natürlich gibt es auch besondere Höhepunkte in der laufenden Saison. Welche das sind, hat mir Herr Frischleder näher erläutert. Wir haben Ende Mai, Anfang Juni einen Wochenspiegeltag geplant. Sprich, da dürfen alle, die sich da anmelden, kostenlos Boot fahren. Wir werden jede Menge Kinderfeste machen. Wir werden einen Weinabend machen. Wir werden einen Jazzabend machen. Wir werden musikalisches Bootfahren auf der Saale machen. Also es ist einiges geplant. Also immer mal zu uns reinschauen. Der Bootsverleih Weißenfels ist ein Angebot für die ganze Familie. Von Enkel bis Großeltern. Es ist für jeden etwas dabei.